So, einen wunderschönen guten Abend. Mein Name ist Sabrina Bless und ich heiße Sie herzlich willkommen live aus dem Theatersaal der Bremer Shakespeare Company. Der heutige Lesungsabend trägt den Titel Der halbe Himmel über Bremen. Der Titel geht zurück auf ein chinesisches Sprichwort, das nicht von Mao Zedong ist, auch wenn er es sehr gerne verwendet. Und das besagt, es sind die Frauen, die die Hälfte des Himmels tragen. Wir haben uns also gefragt, im Vorfeld des Internationalen Frauentages, was für Frauenbiografien sind es, die den Bremer Himmel tragen? Denn sie tun es noch heute, er scheint mir relativ intakt zu sein. Und es müssen deutlich mehr sein als nur eine Gesche Gottfried mit einem überdurchschnittlich hohen Arsengebrauch. Wir haben also eine kleine Recherchereise gestartet und möchten uns ganz herzlich bedanken beim Bremer Frauenmuseum und insbesondere Frau Regina Konzen, ohne die deren Hilfe der Abend so heute nicht möglich gewesen wäre. Dieser Lesungsabend erhebt keinerlei Anspruch auf Vollständigkeit, im Gegenteil. Er soll eher auf Lücken hinweisen und neugierig machen und Lust darauf machen, diese Lücken und Leerstellen zu füllen. Ich kann aus eigener Erfahrung berichten, dass sich das auf jeden Fall lohnt und unglaublich viel Spaß macht. Aber bevor Sie loslegen, gibt es ein bisschen Input von uns. Den Anfang macht Svea Meiken-Auerbach. Worüber sie liest, wird sie gleich selber berichten. Und ich wünsche ganz viel Spaß mit dem heutigen Abend. Guten Abend. Ich lese Auszüge aus der Anekdotensammlung von Johann Günther König, Bremer Originale, und dem Kurzporträt von Ute Domdey zu Luzi Flechtmann, genannt Fisch-Luzi. Über 100 Jahre ist es bereits her, da auf dem Bremer Marktplatz vor der Börse, also dort, wo heute das Bürgerschaftsgebäude steht, die dicke Luzi den Ton angab. Frische Stinte, Butte, Kabeljau, frischen Kabeljau, frischen Schellfisch, grüne Heringe. Willst du mal gute Matjes-Heringe eten? Um die Jahrhundertwende war Fisch-Luzi in Bremen vermutlich bekannter als der Bürgermeister. Ihr unerschöpflicher Wortschatz und ihre, im doppelten Sinne des Wortes, Schlagfertigkeit hatten ihr sicherlich einen Sitz in der Bürgerschaft eingebracht, hätten ihr. Nur hatte zu jener Zeit, hatten die Frauen weder das aktive noch das passive Wahlrecht. Luzis Schlagfertigkeit hatte zur Folge, dass sie mindestens einmal in ihrem Leben vor Bremens gestrengen, aber fairen Richter Spitt erscheinen musste. Karl Erbs hat die näheren Umstände in einer seiner trefflichen Anekdoten für die Nachwelt festgehalten. Schellfischgericht. Luzi hatte sich wegen Körperverletzung zu verantworten. Eine jähe Aufwallung, hervorgegangen aus gegenseitiger, unüberwindlicher Abneigung, hatte dazu geführt, dass sie den Körper, genauer gesagt, den Kopf einer Mitfischfrau mittels eines am Schwanze angefassten Helgoländer Schellfischs entstellt und verletzt hatte. Aber gute Frau, sagte der Richter, Sie mögen ja Grund zur Erregung gehabt haben, aber hätten es da nicht auch ein paar scharfe Worte getan? Och, Herr Richter, versetzte Luzi, gerade zu beleidigen wollte ich eher ja nur auch wieder nicht. So kämpferisch wie die dicke Luzi traten um die Jahrhundertwende nur wenige Bremerinnen der Hansestadt auf. Johanna Luzi Henriette Hartig wurde am 9.3.1850, also morgen, in Bremen geboren. In zweiter Ehe mit dem Schlossermeister Dietrich Flechtmann verheiratet, hatte sie aus beiden Ehen zusammen 17 Kinder. Ihr Leben ist ein Beispiel dafür, welches Arbeits- und Gebärpensum den Frauen früherer Generation abverlangt wurde. Dass Luzi Flechtmann dabei schon mal den Überblick verlor, dürfte nicht allzu verwundern. Eine Anekdote über sie verrät, dass die Unzahl ihrer Kinder abends von hilfreichen Händen im ganzen Stadtviertel aufgelesen und rudelweise herbeigeschafft wurde. Eines Abends, als Luzi gerade am Waschfass stand, brachte eine Nachbarin ein etwa dreijähriges, markerschütternd brüllendes Kind herbei, das bis zur völligen Unkenntlichkeit am Ufer der Weser gespielt hatte. »Gehört das auch bei deine?«, fragte die Nachbarin.
Luzi, ohne ihre Arbeit zu unterbrechen, deutete mit einer Kopfbewegung auf eine entfernte Ecke, in der es von ebenso unkenntlichen Erscheinungen wimmelte. »Mal sehen«, sagt sie, »schmeiß es erstmal bei den Bulten.« Also mit auf den Haufen. Eine andere Anekdote, die für einen Roman verwendet wurde, lautete: Die Töchter dieser Frau fielen in der Schule weniger durch ihren Fischgeruch als durch die Tatsache unangenehm auf, dass sie getrocknete oder geräucherte kleine Fische, meistens waren es Stinte, als Lesezeichen in den Büchern liegen hatten. Es scheint, dass Luzi Flechtmanns Energien unerschöpflich waren. Sie widmete sich nicht nur ihrer zahlreichen Kinderschar und ihrem Verkaufsstand auf dem Marktplatz, sondern nahm auch mit großer Geschäftstüchtigkeit den Zwischenhandel selbst in die Hand, damit sie die Konkurrenz erfolgreich ausschalten konnte. Hierfür fuhr sie bereits im Morgengrauen den Kuttern im eigenen Boot auf der Weser entgegen. Der erste Kutter, den sie traf, hatte 750 Stiegen mit etwa 20 großen Schollen an Bord. Sie kaufte den ganzen Fang zu 2 Mark für die Stiege. Das Geschäft wurde einfach durch Handschlag besiegelt. Dann fuhr Luzi weiter und kaufte dem nächsten Kutter, der das Schiff voll Helgoländer Schellfisch hatte, ebenfalls den ganzen Fang. Einst, als besonders große Bestellungen vorlagen und 12 Kutter auf Fangreise waren, hat sie von sämtlichen Fischern die Ware mit Handschlag gekauft. Bei ihrer Fahrt unterrichteten die Kutterführer sie regelmäßig darüber, wie viel Kutter noch zu erwarten seien. Wenn sie dann mit dem letzten Kutter zur Schlachte kam, empfingen sie enttäuschte und ärgerliche Gesichter. Von allen vorher angelandeten Kuttern hatte die Konkurrenz die knappe Antwort erhalten: an Luzi verkauft. Sie galt aber auch als Frau mit großem Herzen und soll armen Leuten großzügig Fisch zugesteckt haben. Eine kleine Anekdote abseits des Marktgeschehens möchte ich noch dazufügen. Im Pissoir. Ein Fischweib und ein im doppelten Wortsinn so gewichtiges wie Luzi dazu muss zwischendurch mal auf das gewisse Örtchen. Von Luzis Stand aus gesehen lag das nächste unten im Börsengebäude. Es war zwar eine den Männern vorbehaltene Einrichtung, aber das hielt die gestandene Fischhändlerin nicht von der Mitbenutzung ab. Sie breitete einfach ihre 3 Röcke aus und pisste los. Als ihr dabei einmal ein kräftiger Furz entfuhr, fragte sie einer der anwesenden Herren vorwitzig: Was wird das denn, Luzi? Die Antwort kam postwendend: Jemand füllt heft dat Goat. Ihr könnt der Rest einfach abschütteln. Wie Frunzlüt mit em Wegpusten. Also übersetzt, ihr Mannsleute habt das gut. Ihr könnt den Rest einfach abschütteln. Wir Frauensleute müssen sie wegpusten. So, neben der Benutzung der Männertoilette war Luzi die erste Frau, die einen Fußballverein unterstützte. Sie gilt als Mitbegründerin des FC Stern. Wahrscheinlich diente der Raddampfer Stern als Namensgeber, auf dem sie gelegentlich den Fischkuttern entgegenfuhr. Den Spielern gab sie nach besonders gutem Spiel Bier bzw. Limonade für die Jugendlichen aus. Da sie die Familienverhältnisse der Kinder kannte, die zu dieser Zeit nicht besonders gut waren, gab sie den Kindern auch mal Fisch für ihre Familien mit oder lud sie zum Essen zu sich nach Hause ein. Bei den Spielen stand Luzi regelmäßig am Spielfeldrand und unterstützte lautstark ihre Mannschaft. Was bei den Spielern des FC Stern, aber besonders bei den Spielern der anderen Mannschaften, gehörig Angst verbreitete. Als Fisch-Luzi durchs Alter gezeichnet nicht mehr gut zu Fuß war, wurde sie von Spielern des FC Stern abgeholt und auf einem Stuhl zum Spielfeld getragen, damit sie den Verein weiterhin anfeuern konnte. Fisch-Luzi, so meinten Bremens Tagebaren, hat zwar eine raue Schale und eben diese Verpackung machte sie zu einem Original. Die vielfache Mutter, Schwiegermutter, Großmutter, Urgroßmutter, Schwester und Tante soll aber vor allem auch ein goldenes Herz gehabt haben. Sicher ist, dass Fisch-Luzis Herz am 10. August 1921, also vor 100 Jahren, zu schlagen aufhörte und ihre vielen Kinder verabschiedeten sich mit den Zeilen: Bis in dein spätes Alter hast du gesorgt, geschafft. Nun ruhe sanft, lieb Mutter,
in deinem kühlen Grab. Luzi starb, 71 Jahre alt, nach einem arbeitsreichen, aber gesegneten Leben. Kurz vor ihrem Tod sagte sie zu ihren Kindern: Bleibt ehrlich und gedenkt immer der Armen. Sie hatte viel Gutes getan. Nach ihrem Tode bekannte eine einfache Frau, da sie arm gewesen sei, habe Luzi ihr die ganze Aussteuer bezahlt. Ihr Begräbnis war wohl eines der großartigsten Bekenntnisse zu echter Menschlichkeit. Der Friedhof war von der Polizei vorher abgesperrt worden, um die große Trauergemeinde aufnehmen zu können. Vor dem Sarge ging eine Musikkapelle. Eine Anzahl Droschken folgten dem Leichenwagen. Das Leichenbegräbnis wurde so zu einem der bemerkenswertesten Ereignisse des Jahres 1921 für die Neustadt. Nach ihrem Tod blieb die Kundschaft den Nachfahren Luzi Flechtmanns durch alle politischen und wirtschaftlichen Wirren der folgenden Jahrzehnte treu. Als der Markt im Jahr 1922 zum Domshof umziehen musste, zogen auch ihre Nachkommen dahin. Die Urenkelin Hildegard Kempister erzählt noch heute stolz: Über drei Generationen, von meiner Uroma Luzi Flechtmann bis zu meinem Vater, der sein Geschäft bis 1989 auf dem Domshof hatte, ist der Fischhandel weitergeführt worden. Bei Vater Flechtmann, Johnny genannt, traf man sich auf dem Markt. Geschäft war das am Schluss nicht mehr. Johnny stand dort nur noch wegen der Kommunikation. Und jetzt übergebe ich an meinen Kollegen Markus Seuss. Bremen im Frühling 2020. Buten und Binnen vom 23. April 2020. Bierchen, Fehlanzeige. In Corona-Zeiten bleiben zum heutigen Tag des Bieres viele Gläser ungewollt leer. In diesem Jahr bekommen die Feierlichkeiten zum Tag des deutschen Bieres wegen der Einschränkungen der Corona-Pandemie einen ordentlichen Dämpfer. Biergärten, Kneipen und Restaurants bleiben auch in Bremen geschlossen. Vor 100 Jahren wären geschlossene Kneipen noch weniger vorstellbar gewesen als heute. Denn die klassische Bremer Kneipe war Ende des 19. Jahrhunderts nicht nur ein Ort der Geselligkeit. In Kneipen wurden Informationen ausgetauscht, Jobs gesucht und vergeben und dabei viel Alkohol getrunken. Gleichzeitig war Bremen um 1896 aber auch ein führendes Zentrum der Anti-Alkohol-Bewegung im Deutschen Kaiserreich. Die Strippen dieser Bewegung zog die Bremerin Ottilie Hoffmann. Wer war diese Frau? Und was hatte sie gegen Alkohol? Ich habe nachgelesen bei Beate Borkowski in dem Katalog zu der Ausstellung Frauen im Aufbruch, bei Cecilia Eckler von Gleich in Komm, wir gehen nach Ottilie und in einem Artikel in der Zeit von Elisabeth Meyer-Rentschhausen. Bremen, 14.07.1835. Geburt von Ottilie Franziska Hoffmann im Bremer Ostertor. Frauenrechtlerin, Idealistin, Verfechterin der praktischen Nächstenliebe. Starke Führungsqualitäten, bedächtig, wagemutig, groß und stark an Gestalt und Geist. Ihr Blick stets auf die Probleme ihrer Umgebung. Steigt zur Not auch auf dem Tisch, um besser gehört zu werden. Liebt das Reisen. Gutbürgerliche Verhältnisse, wird standesgemäß erzogen, genießt gute Schulbildung als höhere Tochter, Privatschule bis zum 14. Lebensjahr, Klavier- und Gesangsunterricht, anschließend Aufenthalt in einem privaten Haushalt bei Verwandten in England, um die Pflichten einer Hausfrau zu erlernen. Kaiserzeit war Männerzeit. Schneidige Schnurrbart, stramm sitzender Rock, selbstbewusster Auftritt. Um standesgemäß zu reüssieren, investierte der gutbürgerliche Mann unverhältnismäßig hohe Summen. Gäste wurden im Salon hinter gründerzeitlichen Prunkfassaden empfangen. Die repräsentative Gattin servierte mehrgängige Diners und beförderte so die Karriere des Herrn Gemahls. Die gutbürgerliche Frau war von Beruf Gattin. Die familiäre Vorherrschaft hatte der Mann inne. Ohne die Zustimmung ihres Mannes durfte eine Verheiratete weder einen Broterwerb nachgehen, noch über ihr Geld verfügen, noch ihren Wohnort bestimmen. Sie hatte nicht einmal das Recht auf ihre Kinder.
Immer mehr bürgerliche Frauen aber wollten sich nicht in dieses Schicksal fügen. Die Frauenbewegung verlangte nach Befreiung, forderte Rechte ein. Sie opponierte gegen die männlich dominierte, militärisch geprägte Erziehung, gegen die eigene rein repräsentative Tätigkeit, gegen sinnentleerte Konventionen. Ebenso kritisierten viele Lebensreformerinnen der Jahrhundertwende die ungesunden und diskriminierenden Bedingungen, unter denen Frauen in der Gründerzeitgesellschaft lebten. Doch während die Frauenbewegung vor allem gegen die rechtliche und finanzielle Benachteiligung und für mehr Gleichberechtigung kämpfte, wollten die Lebensreformerinnen in erster Linie das Alltagsleben verbessern. Dasselbe Ziel, zwei Wege. Aber das eine schloss das andere nicht aus. So gab es zahlreiche Frauen, die den Kampf für Recht mit dem lebensreformerischen Bemühen um eine unmittelbare Erleichterung und Verbesserung des Alltagslebens verbanden. Ottilie Hoffmann wollte Emanzipation. 1851 entscheidet sich für die Ehelosigkeit und den Beruf der Lehrerin, strebt nach einem besonderen Sinn im Leben, will positiv in die Gesellschaft hineinwirken. Kochen, nähen und stricken ist nicht das, was ihr Leben ausfüllen wird. Häusliche Arbeit liegt ihr nicht. Kann sich nicht vorstellen, eine bürgerliche Frau zugedachte Rolle der Ehefrau einzunehmen. 1852 bis 57, sie unterrichtet an einer Privatschule in England. 1862, Ottilie kehrt nach Bremen zurück, um sich um ihre kranken Eltern zu kümmern. Ottilie Hoffmann wagte auch privat die Emanzipation. Wie die meisten Frauen, die um 1900 für ihre Rechte stritten, blieb sie unverheiratet. Sie wollte sich nicht in die unmittelbare Abhängigkeit von einem Mann begeben. Stattdessen lebte sie in verschiedenen Städten zusammen mit Tanten, Freundinnen oder befreundeten Familien. 65-jährig zog sie mit einer jungen Frau zusammen. Auch als diese wenig später Kinder bekam, blieb die Wohngemeinschaft bestehen. Früh erkannte Ottilie Hoffmann, dass emanzipatorische und lebensreformische Ideen einander ergänzten. Und dass wer für die Belange von Frauen kämpfen will, über die Grenzen des eigenen, des bürgerlichen Milieus hinausschauen muss. Bremen, 1867. Ottilie gründet zusammen mit der Schriftstellerin Marie Mindermann Verein zur Erweiterung der weiblichen Arbeitsgebiets. 1881. Sie geht erneut nach England und macht dort Bekanntschaft mit der Mäßigkeits- und Abstinenzbewegung. Wird so mit den Folgen des Alkoholmissbrauchs besonders in der arbeitenden Bevölkerung konfrontiert. Alkoholmissbrauch, überwiegend von Arbeitern, führt zu sozialem Elend, zu Gewalt in der Familie, an Frauen und an Kinder. 1882, Ottilie entschließt sich zur Totalabstinenz und widmet sich mit Entschlossenheit dem Kampf gegen den Alkoholismus. 1890, Rückkehr nach Bremen. Nach 8 Jahren in England kehrte Ottilie Hoffmann 1890 in die Heimat an der Weser zurück. Denn auch die Bremerinnen und Bremer galt es, vor den Folgen des übermäßigen Alkoholkonsums zu schützen. Hoffmanns Schlachtplan? Keine strikten Verbote durchboxen, sondern alkoholfreie Alternativen anbieten. Gründe für ihren Kampf gegen Alkoholismus gab es ihrer Meinung nach auch in Bremen genug. Beim Aufbau der großen Gewerbe- und Industrieausstellung in Bremen 1890-91 kam es zu etlichen Unfällen wegen Trunkenheit. Die Baustelle auf der Bürgerweide muss einem Fußballstadion voller betrunkener Fans geglichen haben. 40 gravierende Unfälle wegen Trunksucht sind verzeichnet. Sie baute deshalb spontan einen Kaffeeausschank auf dem Gelände auf. Am 12.02.1891 gründet sie gemeinsam mit Johannes Schröder den Bremer Mäßigkeitsverein. Sie konnte 1891 noch keinen reinen Frauenverein gründen. Erst am 17.06.1900 erfolgte die Gründung des Deutschen Bund Abstinenter Frauen, der 1924 in Deutscher Frauenbund für alkoholfreie Kultur umbenannt wurde. Ottilie Hoffmann wurde Vorsitzende sowohl des Mäßigkeitsvereins wie des Abstinenzvereins. In diese Zeit fiel die Einrichtung etlicher alkoholfreier Speisehäuser und Milchhäuschen, vornehmlich in Arbeiterstadtteilen. Diese boten mehr als einfache Gaststätten. Es waren Orte der Volksbildung mit Lese- und Spielräumen. Zeitungen, Bücher und Spiele lagen aus. Ruheräume mit Wegdienst für Arbeiter.
Stillstuben für junge Mütter. Schon 1901 wurde am Freihafen ein Ausschank gegründet, die Kaffee- und Frühstückshalle im Freibezirk. Ab 5 Uhr morgens konnte man hier Kaffee bekommen. 1910 und 1912 errichtete der Mäßigkeitsverein im Freihafen 1 und Freihafen 2 jeweils ein Milchhäuschen. Mit ihnen konnte der Verkauf von frischer Milch im Hafengebiet enorm gesteigert werden. Gerade die Hafenarbeiter waren damals alkoholgefährdet. Und die zum Teil tödlichen Arbeitsunfälle stellten sich zumeist als Folgen des Alkoholkonsums dar. 1910 wurde das Ottilie-Hoffmann-Haus Weiße Schleife in der Neuen Straße 14/15 eröffnet. Es lag innenstadtnah im Geschäftsviertel des Faulenquartiers sowie im Einzugsbereich des damals proletarisch geprägten Stefani-Viertels. Es war das erste Haus, das dem abstinenten Frauenbund gehörte. Während des Ersten Weltkriegs wurde der Bremer Mäßigkeitsverein und die deutsche Ortsgruppe des Bundes abstinenter Frauen beauftragt, Mahlzeiten und Speiseanstalten für unversorgt gebliebene Frauen und Kinder in den Stadtteilen zu betreiben. Dazu nutzte es seine Einrichtung. Es besaß 1915 9 Speisehäuser und 2 Milchhäuschen. Diese wurden für die Volksbeköstigung genutzt. Im gesamten Kriegszeitraum wurden annähernd 9 Millionen Mahlzeiten ausgegeben. Für Ottilie Hoffmann gingen also die Ideale der Lebensreform mit denen der Frauenbewegung einher. Und auch der Vegetarismus hatte ganz handfeste Vorteile. Eine fleischlose Mahlzeit im einfach eingerichteten alkoholfreien Speiselokal kostete deutlich weniger als ein Braten mit Wein. Außerdem war die Zubereitung der meist vegetarischen Speisen weniger aufwendig als die Fleischküche. Alte, einfache Mahlzeiten wie Schrotbrot und Eintöpfe wurden dank der Aufklärungsarbeit der Lebensreformerinnen wieder salonfähig. Nicht zuletzt lebte es sich vegetarisch und alkoholfrei gesünder. Mäßigkeitsbewegung und Vegetarismus waren in ihrem Kern eine Reaktion auf die zunehmende Industrialisierung der Lebensmittelproduktion. Weißmehl und Zucker waren extrem billig geworden. Mangelernährung und neuartige Erkrankungen waren die Folge. Und die Männer? Ihnen ermöglichte Vegetarismus und Anti-Alkohol-Bewegung ebenfalls die Abkehr von Zwängen und Ritualen. Unter anderem beim Militärdienst lernten junge Männer das Trinken und dass viel Fleisch viel Anerkennung bedeutet. Denn je höher der Rang, desto größer die Fleischration. Der maßlose Fleischverkehr im Bürgertum des späten 19. Jahrhunderts war dabei eine Folge der Massenzucht von Rinder und der Einführung des Fließbands in den Schlachthäusern. Der neue, lebensreformerisch gesinnte Mann hingegen war stark im Verzicht. Er musste seine Männlichkeit nicht bei Saufgelagen unter Beweis stellen und er hatte es nicht nötig, seinen sozialen Status mit dem Konsum von Braten zu dokumentieren. So trugen frauenbewegte Lebensreformerinnen wie Ottilie Hoffmann mit ihrem Engagement auch dazu bei, die gängigen Geschlechterbilder in Frage zu stellen. Bremen, 20.12.1925. Als sie 90-jährig starb, waren in Bremen, aber auch weit über Bremen hinaus, die Ottilien bekannt und beliebte Orte und Speisehäuser. Sowohl der Bremer Mäßigkeitsverein wie der Frauenbund für alkoholfreie Kultur konnte auf erfolgreiche soziale und versorgende Arbeit blicken. Bremen wurde auch durch Ottilie Hoffmann in der Welt bekannt. Bremen, Anfang 2021, Weserkurier. Eine Forsa-Studie vom Juli 2020 im Auftrag der Kaufmännischen Krankenkasse belegt, dass rund ein Viertel der Befragten, die regelmäßig Alkohol trinken, in der Corona-Krise noch häufiger zur Flasche greifen. Viele Menschen trinken und rauchen seit der Corona-Krise deutlich mehr als vorher. Das belegt eine repräsentative Umfrage der Forsa. 1.005 Personen im Alter von 16 bis 69 Jahren wurden dafür online befragt. Dabei gaben rund ein Viertel derjenigen, die ohnehin schon mehrmals wöchentlich Wein, Bier, Sekt oder Hochprozentiges konsumieren, an, dies seit der Pandemie häufiger zu tun. Jeder 9. regelmäßige Raucher und jeder 3. Gelegenheitsraucher erklärt, seit Corona häufiger zu rauchen. Jetzt gebe ich weiter an Petra Nina Schulz.
Ich lese aus einem Vortrag von Renate Meyer-Braun, Frau Bürgermeister Annemarie Mewissen. Ich musste nicht wirklich lange graben, um auf Annemarie Mewissen zu stoßen, deren Biografie mich sehr beeindruckt hat. Sie ist nun wirklich keine Unbekannte in Bremen. Immerhin ist ihr 2005 im Alter von 91 Jahren als eine von zwei Frauen überhaupt vom Bremer Senat die Ehrenbürgerwürde verliehen worden. Und sehr viel früher von der überregionalen Presse der Titel »Der einzige Mann im Senat«. Passend zu diesem Titel bin ich auf ein Schwarz-Weiß-Foto gestoßen, das Annemarie Mewissen am 19. Januar 1968 mit Megafon auf einer Streusandkiste zeigt, umringt von einer Masse von jugendlichen Demonstranten. Es sind die Straßenbahnunruhen. Seit 4 Tagen blockieren Bremer SchülerInnen, Studierende der Pädagogischen Hochschule und Lehrlinge den Bahnverkehr an der Domsheide mit dem Ziel, die Erhöhung der Straßenbahntarife zurücknehmen zu wollen. Immer mehr Menschen schließen sich den Protestierenden an und angeheizt vom Appell des Polizeipräsidenten Erich von Bock und Pollach draufhauen, draufhauen, nachsetzen, eskaliert die Lage. Dutzende Verletzte sind zu beklagen. Es kommt zu Hunderten von Festnahmen. Es muss also etwas passieren. Also wird ein Gespräch vereinbart zwischen der Senatsspitze und den Schülervertretungen. Hans Koschnick ist zu diesem Zeitpunkt seit gerade mal 1,5 Monaten Präsident des Senats. Und seine Stellvertreterin ist Annemarie Mewissen, die einzige Frau im Senat. Sie war 1967 die erste Frau, die in einem Bundesland der Bundesrepublik Deutschland das Amt des stellvertretenden Regierungschefs innehatte. Sie war Frau Bürgermeister. Sie selbst bestand eisern auf diese Art der Anrede. Am Abend, also des 18. Januar 1968, gegen 22 Uhr, ruft Hans Koschnick Annemarie Mewissen an und bittet sie, ihn im Gespräch mit den jungen Leuten am nächsten Tag doch zu vertreten. Er habe einen wichtigen Termin in Düsseldorf. Sie schafft es während dieses Gesprächs, die Situation zu entspannen und wird gebeten, auf der Domsheide zu den Demonstrierenden zu sprechen. Diese Situation wird sehr bildhaft von ihrer Biografin Renate Meyer-Braun beschrieben. Ein grauer Volkswagen, gesteuert von einem Polizisten, fuhr langsam durch die Menge. Auf dem Beifahrersitz Frau Bürgermeister, die mit Hilfe eines Megafons durch das heruntergekurbelte Fenster zu den Demonstrierenden zu sprechen versuchte. Als das nicht klappte, stieg sie auf eine Streusandkiste, wobei sich ihr damenhaft enger Rock als äußerst hinderlich erwies. Demonstranten mussten mir von hinten doch tatsächlich auf die Kiste helfen. Peinlich war das schon. Aber die erste Hilfsbereitschaft wurde spürbar, heißt es in ihren Erinnerungen. Sie begann ihre kurze, schlicht gehaltene Ansprache laut Weserkurier mit den Worten: Dies ist eine legale Demonstration zu einer Sachfrage. Worauf es still geworden sei in der 2000-köpfigen Menge. Sie fand die richtigen Worte, um die gefährliche Situation in Richtung Dialog zu lenken. Auch wenn ihr die Bewunderung der Öffentlichkeit damit sicher war und der bereits erwähnte Titel in der überregionalen Presse, der einzige Mann im Senat, kam all das Lob bei ihren Kollegen keineswegs gut an. Ihr wurde zur Zurückhaltung geraten, sie solle es doch lieber klein halten und die positive Resonanz keineswegs auskosten. Aber wenn ich ihrer Biografie so folge, dann war Annemarie Mewissen Gegenwind gewöhnt. 1914 in Bremen als Tochter eines bekannten sozialdemokratischen Politikers, Wilhelm Schmidt, geboren, engagierte auch sie sich sehr früh politisch in der sozialistischen Arbeiterjugend. Nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten wurde ihr Vater als politisch unerwünschter Beamter aus dem öffentlichen Dienst entlassen und sie selbst, ihr wurde das Lehramtsstudium verwehrt. Nach Kriegsende tritt sie in die SPD ein und zieht 1947 mit 33 Jahren als jüngste Abgeordnete in die Bürgerschaft ein. Sie setzt sich für Reformen in der Bildungspolitik ein
und kämpft gegen die Bildungsprivilegien des Bürgertums, wofür sie heftig angegriffen wird. 1951 sucht Wilhelm Kaisen einen neuen Schulsenator und fragt sie. Da sie das Amt nicht in die Hände von Politikern der CDU oder der FDP geben möchte, die sie gerade so hart bekämpft haben, stimmt sie nach einigem Zögern zu. Erst später erfährt sie, dass sie zur Jugendsenatorin und nicht zur Schulsenatorin gewählt worden ist und dass sie als Senatorin gar keinen eigenständigen Arbeitsbereich erhalten hat, sondern dass von ihr nur erwartet wird, dem Wohlfahrtssenator der CDU zuzuarbeiten. Sie schreibt einen erbosten Brief an Wilhelm Kaisen. Was nützt es, gute Ideen zu haben und den Willen, diese Ideen zu verwirklichen, wenn mir die Mittel und Kräfte fehlen, um sie durchzusetzen? Ich frage mich wirklich, wozu habt ihr mich eigentlich zum Senator gemacht? Ich bin bitter, aber du mutest mir auch reichlich viel zu. Und das alles mit dem Argument, zeig doch zunächst einmal, was du kannst und wenn uns das gefällt, dann wollen wir uns nach einer besseren Möglichkeit umsehen. Du wolltest mir als Frau die Möglichkeit geben, Pionierarbeit zu leisten für Frauen, die nach mir in den Senat einziehen werden. Ich kann mir nicht vorstellen, dass du den Frauen einen guten Dienst erweist, wenn du die erste Frau für das Gelingen der Großen Koalition opferst. In diesem Schreiben tritt uns eine selbstbewusste junge Politikerin entgegen, die sich nicht zum Feigenblatt degradieren und nicht opfern lassen will für das Gelingen der Großen Koalition. Sie fordert ein vollgültiges Amt, in dem sie auf Augenhöhe mit den männlichen Senatskollegen kooperieren kann. Ja, sie fordert Macht, ohne die Politik nun mal nicht zu machen ist. Kaisens Antwort erfolgt prompt und sie war kurz, hart und zutiefst verletzend, so ihr eigenes Urteil. Später beschreibt sie diesen Kaisenbrief als politisches Trauma. Unter anderem wirft er ihr vor, nur ein Amt haben zu wollen, während er inhaltliche Arbeit von ihr erwartet hätte. Aber Annemarie Nevesen gibt nicht auf und kämpft weiter. Für Spielplätze, für Jugendfreizeitheime und gegen die Lehrstellennot, besonders die der Mädchen. Und sie hat Erfolg. 1955, bei der nächsten Bürgerschaftswahl, wird sie wieder zur Senatorin vorgeschlagen und erhält ihre eigene Deputation. 1958 wird sie außerdem Sportsenatorin und 1959 kommt als das dritte Ressort das Wohlfahrtsressort dazu. Hier setzt sie in der Politik für ältere Menschen sich ein und in der Behindertenpolitik setzt sie neue Maßstäbe. Es gibt ein weiteres Foto von ihr, ein Schwarz-Weiß-Foto, das mich sehr beeindruckt hat. Sie steht auf einem Sportplatz zwischen zwei jungen Männern in Fußballtrikots. Die haben beide längere Haare, also es müssen irgendwie Anfang der 70er Jahre sein. Und diese beiden starren auf den Ball, den Annemarie Nevesen genau in diesem Moment kickt. Dabei trägt sie ein Kostüm, einen langen Mantel und Stiefel, die fast bis zum Knie gehen. In der linken Hand hält sie einen enorm großen Blumenstrauß, den sie aber überhaupt nicht beachtet. Sie ist so konzentriert auf ihren Schuss. Ihr entschiedener Blick erzählt Bände und ich bin mir sicher, dass sie das Tor gemacht hat. Sie stellte sich genauso entschieden den unangenehmen politischen Themen. Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre setzt sie sich für den Bau von zahlreichen Kindergärten ein, denn immer mehr Frauen wurden berufstätig. Sie ermutigt diese Mütter und das in einer Zeit, in der noch die Meinung vorherrscht, dass die Erwerbsarbeit von Müttern eingedämmt werden müsse. Sie wirke ehezersetzend und kinderfeindlich, volks- und kulturzersetzend. Annemarie Nevesen war 23 Jahre lang die einzige Frau im Senat, wurde von ihrer Partei vor den Bürgerschaftswahlen immer wieder aufgestellt, insgesamt 5-mal. Im Januar 1975 trat sie im Alter von 60 Jahren zurück. So. Ich übergebe an meinen Kollegen Simon Elias. Die Bremerin, die ich jetzt vorstellen möchte, heißt Anna Lühring.
Geboren 1796 in der Brautstraße in der Neustadt als Tochter eines Zimmerermeisters, stahl sie sich als 17-Jährige im Februar 1814 nachts in der Kleidung ihres Bruders aus dem Haus, schlich über die zugefrorene kleine Weser in Richtung Münster und schloss sich dem Lützower Freikorps an, um als Mann verkleidet in den napoleonischen Befreiungskriegen zu kämpfen. Und ich habe das Glück, noch eine weitere spannende Bremerin vorzustellen, nämlich die Autorin Tuxi Knierim, die vielleicht gerade ebenfalls zusieht. Schönen Gruß an der Stelle. Sie hat ein sehr schönes und gut recherchiertes Buch über Anna Lühring geschrieben mit dem Titel Annas Befreiungskrieg. Und ich möchte jetzt einen kurzen Ausschnitt lesen, was die eine Bremerin über die andere zu erzählen weiß. Zu dem Zeitpunkt, an dem wir einsteigen, ist Anna bereits unter dem Namen Eduard Kruse bei den Lützower Jägern untergekommen, die die noch von den Franzosen besetzte Stadt Jülich belagern. Die Tage vergingen. Allmählich wurde es Frühling. Die Märzsonne zeigte schon ihre ganze Kraft und brachte gegen Mittag sogar den gefrorenen Boden zum Schmelzen. Nachts aber fiel die Temperatur wieder. Anna fertigte Gewehrmunition, übte sich im Schießen, exerzierte und requirierte. Heute sollte sie mit Behrens, Nauert, Wiebe und Eimke zum Gut Karthaus ziehen und Getreide auftreiben. Mürrisch starrte der Pächter auf die Soldaten, als sie Hafer verlangten. Sie warteten im halbdunklen Flur und warteten auf den Pächter, der den Hafer erst noch aus der Scheune holen musste. Nauert prüfte beiläufig das Schloss einer Truhe. Plötzlich ertönte hinter einer Tür ein Schreien. Die Männer zuckten zusammen. Nauert öffnete und trat in die Küche, wo eine Wiege stand. Das Geschrei verstärkte sich, wurde von einem jämmerlichen Gurgeln und Röcheln abgelöst, doch kein Mensch kam, um nach dem armen Wurm zu sehen. »Ist hier niemand?« rief er Eimke. Er lief zurück in den Flur. »Heda! Heda! Ist hier niemand? Das Kind schreit!« Das Kind schrie noch nicht mehr, sondern würgte und spuckte. Ohne zu überlegen, nahm Anna es aus der Wiege. Sie klopfte ihm auf den Rücken. Ein Schwall halbverdauter Milch ergoss sich über ihre schwarze Uniform. Ist ja gut, beruhigte sie das kleine Bündel, suchte nach einem Lappen und säuberte den Mund des Kindes. Die anderen vier standen hilflos herum. Nauert hatte inzwischen die Bäuerin aus dem Schweinestall geholt. Den Tränen nahe konnte die Bäuerin sich nicht genug bei dem Retter ihres Kindes bedanken. Dann reinigte sie die Uniform. Die Kameraden hatten Kruse so viel Geistesgegenwart und Hilfsbereitschaft nicht zugetraut. Sie habe einen jüngeren Bruder, wehrte Anna ab, da lerne man das. Sie befanden sich bereits auf dem Rückweg, als Eimke plötzlich sagte, Kruse, eines ist seltsam. Ich habe auch jüngere Geschwister. Trotzdem ist es mir nicht eingefallen, das Kind hochzunehmen. So, kiekste Anna beklommen. Sie räusperte und zwang sich zurück in die Männerrolle. So, seltsam nennst du das, Eimke? Ich nenne es frevelhaft, ein Kind ersticken zu lassen. Am nächsten Tag, als Anna gerade ihre Schießübungen beendet hatte und den Lauf des Gewehrs reinigte, schlenderte Nauert heran und hockte sich zu ihr. Du solltest vorsichtiger sein, Kruse. Hast du auch keine Kugel mehr im Lauf? Nee, keine Bange, ich pass auf. Ich meine, du solltest überhaupt vorsichtiger sein, sagte er. Anna putzte arglos weiter, ließ den Hahn schnappen und blies einen Rest Pulverstaub weg. Ich meine, sonst könnte es rauskommen, dass du anders bist als wir. Anna erschrak und wurde blass. Ich hab's gesehen, auf der Latrine. Verdammt. Und sie war doch so vorsichtig gewesen, hatte sich immer nur heimlich davon gemacht. Er musste ihr nachspioniert haben. Sie wechselte den Flintstein aus, langsam und bedächtig. Und nun, fragte sie in frostigem Ton. Und nun kommen wir zum geschäftlichen Teil. Was bietest du mir für mein Schweigen? Anna musterte ihn. Ich habe nichts, sagte sie schließlich. Die Hälfte deiner Beute. Anna wischte sich die Haare aus der Stirn. Sie stand auf, griff das Gewehr, deutete auf den Hirschfänger an ihrer Seite und sagte, die Hälfte der Beute, abgemacht. Aber ein Wort von dir, dann... Sie zog den Hirschfänger heraus und ließ die Klinge durch die Luft sirren. Sie spuckte aus, dann stech ich dich ab, du Ratte. Punkt Mitternacht begann der Kampf.
Vom Galgenberg, vom Dorf Alteburg, vom Gut Karthaus. Von allen Seiten flogen die Kugeln gegen die Festung. Die Erde bebte, der Kanonendonner war ohrenbetäubend und im Magen spürte man die Wucht der Einschläge. Besorgt blickte Anna auf die Feuerschlünde des Forts. Eine Kugel schlug in unmittelbarer Nähe des Detachements ein, zerfetzte eine Hecke und riss ein tiefes Loch in die gefrorene Erde. Anna war zusammengezuckt. Neben ihr zitterte Nauert. So standen sie gemeinsam auf der einen Seite der Mauer. Der Tod war ihnen verdammt nahe gewesen. Eine Salve der Lützower landete in der Bastion. Kurze Zeit später loderte eine kirchturmhohe Flamme zum Himmel. »Die Zitadelle brennt«, rief Nauert. »Die Kugeln haben ihr Ziel gefunden.« Anna drehte sich um und sah, dass Bachmüller besorgt reinblickte. »Wenn das Pulvermagazin in die Luft geht, möchte ich nicht...« Ein Zischen zerriss die Luft. Ein mörderischer Knall. Anna wurde zu Boden geschleudert, hörte einen markerschütternden Schrei. Schnee und Erde wirbelten auf. Sie lag da, betäubt, unfähig, sich zu bewegen. Neben sich ein Schreien, Gurgeln, Röcheln. Plötzlich Stille. Anna hob den Kopf, warf sich wie ein gehetztes Tier herum. Da lagen sie, Bachmüller, Sub Behrens. Von Bachmüller gab es nur noch die Jacke und einen grotesk verrenkten Arm. Der Tschakko war ihm vom Kopf gerissen. Die roten Haare brannten auf der Erde. Zerfetzte Kleidung, zerfetztes Fleisch. Von zwei anderen Kameraden der Rotte zeugte nur noch ein Loch im Boden. Annas Geist wehrte sich gegen das, was sie sah. Blankes Entsetzen bemächtigte sich ihrer. Ein Albtraum. Bachmüllers Kopf, sein starrer Blick, der blutige Schnee. Nauert regte sich und erbrach. Zug Behrens betrachtete fassungslos, was von seinem Unterarm übrig geblieben war. Sehnen und Adern lagen frei. Rhythmisch pulsierte das Blut aus der Wunde. Anna konnte sich aus ihrer Starre lösen. Sie robbte zu ihm, holte einen Lappen aus der Tasche und band ihm den Oberarm ab. Behrens blieb stumm. Der Schock hatte den Schmerz betäubt. Reil befahl, die verletzten und toten Kameraden auf einen Wagen zu laden und nach Hambach zu bringen. Als er sah, dass der kleine Kruse bereits notdürftig erste Hilfe geleistet hatte, kniff er ihm anerkennend in die Wange und sagte, »Gut gemacht, Kruse!« Doch Anna fühlte sich wie leergebrannt. »Hier«, sagte Eimke, öffnete einen Schnapsschrank, Sack aus Kalbsfell und drückte ihn Anna in die Hand. Jetzt erst spürte sie, wie trocken ihr Mund war und Durst sie quälte. Ein Durst, der sich nur mit betäubendem Fusel löschen ließ. Der Schnaps tat seine Wirkung. Sie wischte sich die Lippen ab und gab ihm die Flasche zurück. »Geh auf deinen Posten«, befahl Eimke. Sie gehorchte. Am nächsten Tag überließen die Lützower ihre Biwakhütten neuen Truppen aus Mecklenburg-Schwerin. Das Hornzeichen zum Sammeln erscholl. Bei Altenburg sollten sie die Ruhr überqueren, dann über Aachen nach Frankreich marschieren. Viele Männer nickten zufrieden, einige jubelten sogar und hofften, es käme nun zu richtigen Kämpfen. Anna schwieg. Ihre Begeisterung für den Krieg hatte einen gewaltigen Dämpfer erhalten. In diesem Moment tauchte der Leutnant auf. »Kruse, du sollst zum Hauptmann kommen.« Der Hauptmann saß ein wenig abseits vom Lager, allein. »Eduard Kruse«, sagte er streng, »du bist nicht Eduard Kruse, bedauerlicherweise. Du bist Anna Lühring.« Durchdringend sah von Helmenstreit sie an. Anna fühlte sich elend und klein. Beschämt senkte sie den Blick und war gar nicht mehr der pfiffige Fußjäger Eduard Kruse, sondern wieder die kleine Lühring, die sich vor den Fäusten des Vaters fürchtete. Wider Erwarten explodierte von Helmenstreit nicht, sondern erklärte, »Ich habe hier einen Brief von deinem Vater. Er sucht dich. Er glaubt, du bist mit einem Leutnant Ewald durchgebrannt.« Leutnant Ewald war in Aldenhofen stationiert. Vor ein paar Wochen hatte er einen Brief aus Bremen erhalten. Seine Kameraden frotzelten, er habe sich wohl ein Liebchen angelacht. »Ach was«, wehrte er verwundert ab. »Post aus Bremen?« »Hochverehrter Herr Leutnant, verzeihen Sie mir, dass ich Sie mit meinen Sorgen belästige, aber ich wende mich an Sie in großer Seelennot. Kurz nachdem Sie uns in Bremen verlassen haben, ist meine Tochter Anna verschwunden und ich fürchte, dass sie Ihnen gefolgt ist. Bitte geben Sie mir Nachricht. In großer Sorge, Johann Lühring.« Leutnant Ewald ließ den Brief sinken. »Die kleine Anna, sie ist abgehauen und soll sich hier aufhalten?« Im Geiste ging er alle Personen durch, die mit ihm in Aldenhofen lagerten. Nein, nein, sie war gewiss nicht darunter. Nachdem sich jedoch seine Kompanie wieder mit den Hambachern vereinigt hatte, hielt er weiter nach Anna Ausschau
und entdeckte sie in Uniform. Auf den ersten Blick war sie nicht als Anna Lühring zu erkennen, auf den zweiten schon. Die hohe Stirn unter dem Tschako, die ausgeprägte Nase, die kleine, feingliedrige Gestalt. »Was mache ich?«, fragte sich der Leutnant. Schließlich zeigte er von Helmenstreit das väterliche Schreiben, bestätigte den Verdacht und übergab dem Hauptmann Brief und Verantwortung. Leutnant Reil war über von Helmenstreits Nachricht wenig erstaunt. »Es wurde schon so etwas gemunkelt. Feldwebel Stinner äußerte, der kleine Kruse sei seltsam, und Rittmeister Fischer meinte in seiner direkten Art, der kleine Kruse rieche nach Weib.« Der Hauptmann atmete tief durch. »Verdammt noch mal, was machen wir mit ihr? Wir können doch nicht so tun, als wüssten wir von nichts.« Der Leutnant zuckte mit den Schultern. »Sie ist gut«, gab er zu bedenken. »Die nimmt es mit so manchem Kerl auf. Ein zäher Soldat, belastbar, äußerst diszipliniert und hochmoralisch.« »Heiliges Kanonenrohr, womit man sich alles herumplagen muss«, stöhnte der Hauptmann. »Schicken Sie dieses disziplinierte und hochmoralische Weib zu mir.« Und nun stand sie vor ihm. Nein, mit dem Leutnant Ewald habe das gar nichts zu tun. Sie sei allein losmarschiert. »Und nun?« seufzte von Helmenstreit. Anna hob den Kopf. »Ich möchte bleiben. Weiterkämpfen.« Von Helmenstreit kratzte sich am Nacken. Er dachte nach und sah sie zweifelnd an. Es fehlten ihm Männer, und dieses Mädchen konnte es laut Feldwebel Stinner und Leutnant Reil mit manchem Kerl aufnehmen. Andererseits, wenn die Männer erst spitz bekommen, dass eine Frau unter ihnen ist, nicht für jeden würde er seine Hand ins Feuer legen. »Du weißt, was du tust, wenn du hier bleibst?«, fragte er besorgt. »Das weiß ich schon seit einigen Wochen, Herr Hauptmann.« »Ein Teufelsmädchen«, dachte er. »Gut, sieh dich vor und erwarte keine Rücksichtnahme.« Und jetzt übergebe ich an meine Kollegin Sophie Miller. »Schade, dass ich nichts auf der Welt lasse, als nur die Erinnerung an mich«, schrieb Cato Bontius van Beek am 5. August 1943 aus dem Gefängnis in Berlin-Plötzensee. Und in diesem Sinne möchte ich heute an diese bewundernswerte Frau erinnern, deren Name in die Reihe der deutschen Widerstandskämpferinnen gegen den Nationalsozialismus gehört. Die 1920 geborene Cato Bontius van Beek wuchs in Fischerhude auf, entstammt einer Familie von Malern, Musikern und Keramikern und schloss sich in Berlin der Widerstandsgruppe Schulze-Beußen an, die von den Nazis als Rote Kapelle bezeichnet wurde. In ihrem Wesen sehr offen, mit großer Liebe zur Natur, entwickelte Cato eigene kritische Ideen, verfasste Gedichte und lange Aufsätze. Lesen war ihre große Leidenschaft. Um eine Ausbildung zu machen, ging die 16-Jährige im Herbst 1937 nach Berlin. Dabei schwankte sie zwischen Fliegerin, Schauspielerin, Keramikerin und Globetrotterin. Ihr großes Idol war die amerikanische Flugpionierin Amelia Earhart, die als erste Frau den Atlantik per Flugzeug überquerte und bei dem Versuch, um die Erde zu fliegen, 1937 im Pazifik verschollen ist. Später absolvierte Cato ihren Flugschein als ausgebildete Segelfliegerin in Berlin. Zum Widerstandskreis Rote Kapelle in Berlin stieß Cato im September 1941. Mit über 140 AnhängerInnen war die Rote Kapelle eine der größten Widerstandsgruppen in Deutschland und hatte zugleich den höchsten Frauenanteil. Zusammen mit ihrem Freund, dem Lyriker Heinz Strelow, beteiligte Cato sich an der Herstellung von Flugblättern, die sich gegen den Krieg und den NS-Terror richteten und zum Umsturz aufriefen. Eine
von der deutschen Abwehr entschlüsselte Funk, Entschuldigung nochmal, ein von der deutschen Abwehr entschlüsselter Funkspruch aus Moskau versetzte die Gestapo in die Lage, die Rote Kapelle zu zerschlagen. In einer Serie von Prozessen wurde annähernd die Hälfte ihrer Anhänger zum Tode verurteilt und hingerichtet. In den fast 10 Monaten, die Kato vor ihrer Ermordung in Berlin-Plötzensee am 5. August 1943 als Gefangene in 3 Berliner Haftanstalten verbrachte, entwickelte sie einen geistigen Widerstand, der sie zu einem zeitlosen Vorbild macht. Für Mut, Unbeugsamkeit und Auflehnung gegen ein verbrecherisches Regime. Ein Vorbild, das heute vor allem auch junge Menschen ansprechen kann. Ihr redet alle nur. Aber keiner tut etwas, entgegnete sie ihrem Onkel, als dieser sie darauf ansprach, in welche Gefahr sie sich mit ihrer Gegnerschaft zum Hitlerregime begebe. Katos Briefe aus der Haft gehören zu den eindrucksvollsten Zeugnissen einer politischen Gefangenen während der NS-Zeit. Sie verdeutlichen ihre Triebfedern, die Liebe zu Mensch und Natur und der Hunger nach Erkenntnis. Dass sie den Weg in den Widerstand aufrecht und ungebrochen bis zum Schafott gegangen ist, lag an dem geistigen Fundament, auf dem sie sich bis zuletzt bewegte. Jetzt möchte ich noch 2 Briefe vorlesen von Kato, die sie an dem Tag ihrer Hinrichtung einmal an ihre Mutter und an ihre Schwester verfasste. Berlin-Plötzensee, den 5. August 1943. Meine liebe, liebe Mama, ich habe geglaubt, ich könnte dir diesen Brief als Geburtstagsbrief schreiben. Und nun wird es der allerletzte an dich sein. Mama, es ist nun soweit und ich werde nur noch ein paar Stunden unter den Lebenden sein. Mama, dass ich es dir nicht selbst sagen kann und du nicht bei mir bist, das ist hart. Aber ich bin sehr gefasst und habe mich völlig mit dem Schicksal ausgesöhnt. Die Ruhe, die ich mir immer für diese letzten Stunden gewünscht habe, ist nun auch wirklich bei mir und sie gibt mir viel Kraft, mit meinen Gedanken bei dir zu weilen, bei Tim in Russland und Meme und allen anderen Lieben. Ich sagte dir schon bei der letzten Sprechstunde, dass ich es als eine Gnade empfinde, jede Nacht in meinen Träumen bei euch in Fischerhude zu sein. Könnte ich doch meine Ruhe auch auf dich übertragen. Mein Herz ist so übervoll, um dir zu danken und die Liebe zu euch allen werde ich dalassen. Meine geliebte Mama, ich hoffe so sehr, dass du diesen Schmerz, den ich dir durch meinen Tod bereite, überwinden wirst und dadurch in deiner Kunst noch größer wirst. Ich hätte dir noch so viel zu sagen und nun geht es mir, wie schon so oft, dass ich alles bereits gesagt weiß. Wir sind uns ja so nahe und was ich denke, weißt und spürst du. Schade, dass ich nichts auf der Welt lasse, als nur die Erinnerung an mich. Es ist alles viel einfacher, als man denkt. Und ich weiß, dass ich dir diese Kraft zu verdanken habe. Und ich bin dir ja so dankbar und ich möchte dir alles 1000-fach zurückgeben. Behalte meine liebe, gute Mama. Male schöne Bilder und habe noch viel, viel Freude an Meme und Tim. Neulich habe ich in der Kirche ein kleines Bachstück auf der Orgel gehört und du weißt, was das für mich bedeutete. Du wirst an Meme und Tim noch große Freude haben. Grüße alle lieben Menschen, Papa und Rali. Und ich glaube, dass Papa auch noch viele schöne Keramiken den Menschen schenken wird und sie sich daran freuen werden. Die Menschen sind alle lieb und gut. Das weiß ich und daran glaube ich. Ich lege einen Brief an Tim, diesen Brief bei, und du wirst dafür sorgen, dass er ihn bekommt. Und auch an Meme in Fischerhude habe ich geschrieben. Ich brauche dir ja eigentlich gar nicht so viel zu schreiben, denn ich spüre dich so lebhaft und all das, was ungesagt ist, weißt du immer. Grüße alle in der Bismarckstraße und auch Lollo und Ulrich und Christian. Lebe wohl, male wieder viel und ich umarme dich ganz fest in Gedanken. Immer bin ich bei dir, meine liebste Mama. Dodo. Jetzt lese ich noch den Brief an ihre Schwester. Auch Berlin-Plötzensee, 5. August 43. Meine geliebte Meme, es ist mein großer Wunsch, dass du immer bei Mama bleibst und sie nie verlässt. Du musst ihr nun eine große Stütze sein
Und später bist du dann auch so weit, dass du in Großvaters und Mamas Fußstapfen steigst und auch so viel in der Malerei erreichst wie sie. Gerade in den letzten Tagen dachte ich viel an Großvater Breling und seine Malerei. Weißt du, lies doch mal ganz systematisch die vier Evangelien. Du glaubst gar nicht, wie stark man durch dies systematisch erlesen wird. Sei nicht allzu traurig, dass ich nicht mehr bei euch auf der Welt sein werde, sondern nur noch in euch weiterlebe. Du musst im Leben all das liegen lassen, was dich nicht geistig weiterbringt. Es gibt sehr vieles, das unnütz ist. Leider weiß man es erst etwas zu spät. Du bist mir eine so liebe Schwester. Werde wieder ganz gesund und lerne viel. Bleibe meine liebe, gute Mimme. Du glaubst es mir doch, dass ich ganz ruhig und gefasst bin? Ich weiß ja, dass es dir auch so gehen würde und wir alle dasselbe denken über den Tod. Es gibt keine räumliche Trennung. Und was ist Zeit? Wir werden einmal alle wieder zusammen sein, bei Großvater und Großmutter. Ich schließe dich in Gedanken in meine Arme und bin immer bei dir. Innigst, deine Schwester Dodo. Und damit gebe ich weiter an Michael Meyer. Ich berichte Ihnen von Beatrix Schwem, eine Dokumentarfilmerin in Bremen. Beatrix Schwem ist im Allgäu geboren und aufgewachsen als siebtes von 8 Kindern. Ende der 70er Jahre beschloss sie, für ein Studium in den Norden aufzubrechen. Sie wählte das Fach der Diplom-Sozialpädagogik an der Hochschule Bremen und machte diese Stadt zu ihrer zweiten Heimat, in der sie bis heute mit ihrer Familie lebt. Nach dem Abschluss ihres Studiums bis zu ihrem ersten Film war es aber noch ein langer Weg. Zunächst begann sie in den 80er Jahren, sich mit den Möglichkeiten des Videofilms und seiner spezifischen Technik zu beschäftigen. Sie fing an, mit diesem relativ neuen Medium zu experimentieren und es gleich praktisch in der Jugendbildungsarbeit anzuwenden. Gleichzeitig wurde sie Mitglied einer sogenannten Underground-Videogruppe, in der sie politische Themen bearbeitet haben. Zeitgleich hat sie mit der Arbeit als Assistentin bei der Filmproduktionsfirma von Monika von Behr, die auch Produzentin und Autorin in Bremen war, begonnen. In dieser Zeit hat Beatrix Schwem, wie sie selber sagt, richtig Blut geleckt für ihre kommende Auseinandersetzung mit dem Medium Film. Hier erscheint schon ein besonderes Merkmal in ihrer Entwicklung zur Filmemacherin, dass sie möglicherweise in ihrer sehr eigenständigen und auch eigenen künstlerischen Art reifen ließ. Sie beschreibt sich selber als Quereinsteigerin, denn das Filmemachen ist in einer bestimmten Lebensphase auf sie zugekommen, ohne dass sie vorher die Leidenschaft zu diesem Medium gesehen und daraufhin entschieden hat, es sich auf einem akademischen Weg anzueignen. Beatrix Schwem startet zunächst als Autodidaktin, die sich das Filmen als wertvollen Ausdruck in ihrer Auseinandersetzung mit politisch-gesellschaftlichen Themen erarbeitet hat. Und erst im zweiten Schritt fing sie an, sich zu professionalisieren, indem sie das Filmhandwerk von der Pike auf als Kamera-, Ton-, Produktions- und Regieassistentin bei meist öffentlich-rechtlichen Anstalten erlernte. Es folgt ein weiterer wichtiger Schritt in ihrer Entwicklung zur Autorendokumentarfilmerin. Sie entdeckt ihre Begeisterung für das Unterrichten und die Arbeit mit Studentinnen, worin man möglicherweise eine Verbindung zu ihrem ersten Studium der Diplompädagogik erkennen mag. 2 Jahre wird sie als Dozentin an der Hochschule für Bildende Künste in Hamburg angestellt. Dort konzipiert und entwickelt sie mit Filmstudentinnen kurze Filme, insbesondere über Frauenthemen, die zum Teil auch auf Festivals präsentiert wurden, wie auf dem Frauenfilmfestival in Köln, der Feminale. Diese gesamte Zeit beschreibt sie für sich als wegweisend und sehr nährend, da sie hier vielen Dokumentarfilmerinnen begegnete. Schwem erschließt sich in dieser besonderen Zusammenarbeit die ganze Bandbreite und die facettenreichen künstlerischen Erzählweisen des Dokumentarfilms.
Unter anderem entdeckte sie ihre Liebe zum essayistischen Dokumentarfilm. Eine Leidenschaft bricht sich Bahn. Gleichzeitig arbeitet sie in dieser Zeit an ihrem eigenen 20-minütigen Film-Essay mit brennender Vernunft über Frauen, die morden. Eine assoziative Auseinandersetzung mit der Inszenierung der Theaterfigur Lulu, indem sie dokumentarisches und fiktives Material verdichtet. Nach der Geburt ihres Sohnes folgt von 1993 bis 1999 die Beschäftigung als Regieassistentin für unterschiedliche Fernsehanstalten, in der sie bei der Umsetzung mitwirkte, verschiedenste Theater- und Musikproduktionen filmisch aufzuarbeiten. Und dann ist es soweit. 1999, ihr erster Film, für den sie das Buch geschrieben und die Regie geführt hat, findet seinen Weg auf die Leinwand. Die Kinder von Bulldogs Bank. Dieser Film erzählt über drei jüdische Waisenkinder, die das Konzentrationslager Theresienstadt überlebt haben und in einem Landhaus bei London untergebracht und später zur Adoption freigegeben werden. Doch diesen Umstand entdeckten diese drei Personen erst viel später, als sie in unterschiedlichen Lebensphasen die Spuren ihrer Existenz aufsuchten. Dieser berührende und einfühlsame Film erzählt von der Suche nach Identität, der Suche nach der eigenen Geschichte und der Suche nach einer Heimat in dieser Welt. Der Film wird national und international ausgewertet und erhält schließlich das Prädikat wertvoll. Nach diesem erfolgreichen Auftakt als Filmemacherin gründet sie mit Monika von Behr und Thomas Gray die Produktionsfirma Trifilm GmbH. Gemeinsam realisierten sie ihre Filme als Regisseurinnen und Produzentinnen. Als sie 2012 Trifilm im gemeinsamen Einverständnis auflösten, wurde Schwem Alleinunternehmerin. Als freischaffende Dokumentarfilmerin, sagt sie, kann man vom Filmemachen nur leben, wenn man Autorin, Regisseurin und Produzentin in einem ist. Bevor ich nun auf zwei Filme aus Schwems Filmografie etwas näher eingehen möchte, zitiere ich ihre Beschreibung aus einem Interview vom Weser-Kurier auf die Frage, was ist die Essenz ihrer Filme? Sie sagt, mich interessieren Themen, die nah an den Menschen sind. Dabei finde ich Protagonisten spannend, die brüchige, ungewöhnliche Biografien haben, die auch ganz universelle gesellschaftliche oder politische Fragen aufwerfen. Ich versuche, den Menschen nahe zu kommen, ihre Gedanken und Gefühle zu verstehen. Dadurch will ich Zusammenhänge und Ursachen von komplexen Gefügen sichtbar machen. In meiner Arbeit fühle ich mich manchmal wie eine Ethnologin, die eine Art Feldforschung betreibt. In ihrem Dokumentarfilm von 2012, Erlesene Welten, Hungry Minds, stellt sie das vielsagende Zitat des türkischen Schriftstellers Orhan Pamuk voran. Wörter und Literatur sind wie Ameisen und Wasser. Sie dringen überall hin, selbst in die kleinsten Ritzen und Schlupflöcher. Ein Film über Bücher und wie sie den Weg zu ihren Lesenden finden, aus drei unterschiedlichen Perspektiven. Der bengalische Architekt Mohammed Rezwan erfindet Bibliotheksboote. Ausgestattet mit Solaranlagen, Büchern und Computern versorgen sie selbst während des Monsuns Menschen in entlegenen Dörfern mit Literatur und Strom. Der mongolische Kinderbuchschriftsteller Jambin Dashtondok packt jeden Sommer zwei Pappkartons voll Bücher, um Kinder in entlegenen Gebieten mit Lesestoff zu versorgen. Und der kenianische Bibliothekar Abdullahi Osman führt eine Kamelkarawane, beladen mit Bücherkisten, zu entlegenen Nomadenstämmen an der Grenze zu Somalia. Der Film ist eine Hymne an das Buch. Mit Vorsicht, Respekt, ja fast mit Zärtlichkeit nähert er sich den Projekten über den Kontakt zu den Menschen an und zeigt sie in ihren unterschiedlichen Lebenswelten. In ihrem Director's Statement zu diesem Film beschreibt sie: Wir haben versucht, den Film wie eine Reise um die Welt zu schneiden. Wenn in der Mongolei die Menschen ins Bett gehen,
wechseln wir zu Kenia, wo morgens in der hellen Sonne die Bücher verteilt werden. Und nachdem eine somalische Bibliothekarin über ihren Kampf gegen die Beschneidung der Mädchen spricht, kommt der Schnitt nach Bangladesch, wo nach dem Buch mit dem Gedicht von Nazrul über die Gleichheit von Frauen und Männern gesucht wird. Mit solchen auch thematischen Brechungen haben wir bewusst gearbeitet und den Film zu einem Ganzen verwoben. Und wir haben mit Paradoxien gearbeitet. So gibt es eine Situation, in der sich Kenianer in der Wüste das Bild von einer Hafenstadt ansehen. Man merkt, dass solche fremden Bilder und Ideen neue Fenster öffnen können. Man ist überrascht, Texte von Shakespeare auf einem Büchertisch in Bangladesch zu finden. Diese Spannbreite hat uns fasziniert und deshalb haben wir Beispiele dafür in vielen kleinen Bildern in den Film eingestreut. Dieser Film war unter anderem Eröffnungsfilm des Literaturfestivals Berlin. Thomas Böhm, der Programmleiter, stellte den Film mit folgenden Worten vor. Der Film Erlesene Welten, Hungry Minds, ist eine so hinreißende Liebeserklärung, eine Hymne auf das, was Bücher bewirken können, wie der Glaube an Literatur Menschen inspirieren kann. Er kommt nicht mit Pathos daher, sondern mit dem Alltag. Er kommt nicht mit Exotik, sondern mit dem ruhigen Einlassen auf den Moment. Er zeigt keine Triumphe, sondern Wege. Sie werden gleich, wenn der Film seine wunderbar ruhige Erzählweise entwickelt, verstehen, was ich meine. Neben einer Nominierung hat der Film auch zwei Filmpreise erhalten, unter anderem den Hauptpreis des internationalen sizilianischen Dokumentarfilmfestivals Sole Luna. Der nun folgende Film, den ich Ihnen etwas näher bringen möchte, stellt im Schaffen Beatrix Schwems eine besondere Marke dar. Er fand deutschlandweit eine große Beachtung, hatte einen Sendeplatz bei Arte und ihr wurde dafür der Adolf-Grimme-Preis verliehen, wodurch sie weitere Beachtung erhielt und ihr für ihre Arbeit einige Türen öffnete. Es handelt sich um den Dokumentarfilm von 2007, Luise, eine deutsche Muslima. Der Film erzählt von einer deutschen Familie, deren einzige Tochter Luise im Alter von 19 Jahren zum Islam konvertiert. Nach außen funktioniert die Familie solidarisch. Nach innen hat sie wie in einer Parallelwelt mit alltäglichen Widersprüchen und Grenzsituationen zu tun. Luises Eltern suchen einen Weg, mit der fremden Kultur umzugehen, die in ihre Familie eingedrungen ist. Der Film ist ein persönlicher und zugleich politischer Film. Er führt in die Lebenswelt einer Familie, deren private Konflikte geprägt und überlagert werden durch aktuelle gesellschaftliche Strömungen und weltpolitische Ereignisse. Im Mikrokosmos dieser Familie mischen sich westliche und islamische Werte. Gleichzeitig spiegeln sich die Ängste wider, die der Islam gegenwärtig hervorruft. Die Filmemacherin Doris Dörrie, die Schwem später persönlich kennenlernen wird, und 2010 in dem Film mit dem Titel Doris Dörrie, Kunst darf unterhalten, porträtiert hat, schreibt hierüber: Gestern Abend habe ich in Rom ihren Film Luise, eine deutsche Muslima, im Fernsehen gesehen und war hingerissen. Ich fand ihn so wunderbar durchlässig und für beide Seiten herzzerreißend und erhellend. Was für ein wunderbarer Film. So genau, so geduldig, so ergreifend, ganz, ganz toll. Haben Sie herzlichen Dank für Ihre Arbeit. Und Dr. Sigrid Näkel, Mitarbeiterin im EU-Forschungsprojekt Islam as a Social Force in Europe, schreibt: Der Film hat mich tief beeindruckt, was mir selten passiert. In der Darlegung der verschiedenen Positionen haben Sie sehr schön einen Konflikt ausgearbeitet, der unsere Gesellschaft betrifft. Die Schwierigkeit des Umgangs mit dem Anderen, wenn das Andere sich der Integration in das Eine entzieht. Wenn Interkulturalität, die auf Assimilation angewiesen ist, nicht möglich ist. Hier liegt meines Erachtens ein Kernkonflikt. Wir können das kaum aushalten, weil es unsere Konzepte in Frage stellt und weil wir Abweichungen grundsätzlich für gefährlich und ordnungsdestabilisierend halten. Ein Nebeneinander verschiedener Lebensformen ist in unserer Gesellschaft schlichtweg unmöglich. Der Film ist vielschichtig und fordert geradezu zum Nachdenken auf. In ihrer Laudatio zur Verleihung des Norddeutschen Filmpreis erzählt Beatrix Schwem über ihre besondere Verbindung zum Dokumentarfilm
sowie über einen Filmemacher, den sie verehrt und der sie in ihrem Schaffen sehr inspiriert hat. Sie schreibt: Vor circa 15 Jahren habe ich einen Dokumentarfilm von Johan van der Kuyken gesehen mit dem Titel »Ein kleiner Moment Stille«. Ein 10-minütiger Film über Amsterdam. Eine Sequenz blieb mir bis heute haften. Ein Jugendlicher spielte auf einem leeren Platz Basketball. Ich kann mich nicht mehr an die Tageszeit erinnern. Doch ich erinnere mich an den Klang des Balles, wenn er auf das Brett prallte, an die stille, konzentrierte Wiederholung der Bewegung. Der Junge trug keinen Trainingsanzug, sondern einen Strickpullover und eine dunkle Stoffhose. Der leere Sportplatz befand sich inmitten von Häuserblocks. Egal, ob ich mich richtig oder falsch erinnere, diese kleine, unspektakuläre Situation in einer Totale gedreht, ohne Nahaufnahme, hat in mir einen emotionalen Raum geöffnet. Wäre über diese Einstellung ein Text gelegt worden, der mich als Zuschauerin sofort in die Situation führt, wie zum Beispiel Benjamin, 18 Jahre alt, lebt mit seinen Eltern in diesem Vorort von Amsterdam, hätte ich mich heute Abend wahrscheinlich nicht daran erinnert. Das war Johan van der Kuykens Art, mit dem sogenannten Realen umzugehen, diese alltägliche Situation durch Wiederholung, Reduzierung, Rhythmisierung zu komprimieren, um ein Innerstes zu finden. Dokumentarfilmer lassen sich nicht kategorisieren. Sie sind Chronisten, Rebellen, Visionäre und Poeten. Sie beschäftigen sich mit dem schönsten und schwierigsten Thema, dem Leben an sich. Und das widersetzt sich Formatzwängen, ist sperrig, unvorhersehbar, manchmal auch gefährlich. Dokumentarfilm ist ein anderes Wort für Leidenschaft. Wie wunderbar ist es, wenn diese Leidenschaft von anderen erkannt wird, wenn die Hindernisse und Hürden, gegen die wir kämpfen mussten, gesehen werden und man mit einem Preis ausgezeichnet wird. Auf die Frage, was war Ihr größter Erfolg, antwortete Schlehm in einem Interview: Es war überwältigend, dass ich den Adolf-Grimme-Preis für meinen Film Luise, eine deutsche Muslima, verliehen bekam. Doch es gibt noch eine ganz andere Ebene von Erfolg, die ich vielleicht auch als Glück bezeichnen könnte. Wenn zum Beispiel ein 13-jähriges Mädchen, die Tochter von Luise, mir vertraut, wenn sie einfach sagt, was sie beschäftigt und sich nicht zensieren muss. Und wenn dann das Team, Kamera, Ton, Schnitt, Komposition, versucht, ihre Welt für die Zuschauenden sichtbar und fühlbar werden zu lassen, dann ist das einfach toll. Falls dieses kurze Porträt über Beatrix Schwehm Ihre Neugier geweckt hat, stöbern Sie einfach auch auf Ihre Website beatrix-schwehm-film.de, auf der Sie weitere Einblicke zu Ihrem Werk entdecken können. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und ich gebe weiter an meine Kollegin Sabrina Bless. So, liebes Publikum, ich freue mich sehr, dass Sie heute Abend Ihren Weg zu uns in den Theatersaal gefunden haben. Und ich bedanke mich herzlich beim Ensemble für diese 6 Schlaglichter, die wir heute Abend hören dürften. Nun ist es aber so, Sie haben wahrscheinlich schon nachgerechnet, dass 6 Frauen nicht reichen, um den halben Himmel über Bremen zu tragen. Oder, um es mit den Worten des Majestix aus Asterix und Obelix zu sagen, beim Teutates, sonst fällt uns der Himmel auf den Kopf. Ich möchte Sie also ermutigen, auf Spurensuche zu gehen, nicht nur in der Vergangenheit und nicht nur heute, und wünsche noch einen ganz schönen Abend.